Ja, hallo liebe Freunde des Iohawk Legend. Heute mal ein neues Thema wieder, und zwar geht es heute um die Bremsen. Jo, wen das interessiert, kann gerne dranbleiben. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, das Thema Bremsen ist ja wohl allseits bekannt, dass die beim Legend nicht so pralle sind, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Einstellen her gesehen. Und ja, das Quietschen da ständig, das ist wirklich nichts Besonderes. Ja, habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht im Netz, und viele haben ja schon gewechselt auf diese HB100. Habe mir die jetzt auch bestellt. Gibt es überall, gibt es bei Amazon, gibt es direkt bei Iohawk, meine ich sogar auch. Und ja, ich habe jetzt die Variante über den chinesischen Vertrieb gewählt. Hat wieder ein bisschen länger gedauert, sind jetzt letzte Woche sind sie angekommen, aber preislich muss ich sagen, ja, wird sich rausstellen, wie sie sind. Also die Hälfte von dem, was sie bei Amazon kosten. Ich werde euch das auch nochmal verlinken, die ganzen Teile, die ich jetzt hier habe. Und ja, dann könnt ihr sehen, wo ich sie habe und was der Spaß so gekostet hat. Also wie gesagt, jetzt ich habe 4 Stück. Da wir ja 2 Roller haben, die Anja und ich einen, und ja, ich werde beiden Scootern halt die Bremssättel wechseln. Ja, das sind hydraulische Bremsen, mehr brauchen wir da erstmal nicht zu sagen. Was man braucht, sind Abstandshalter für die Bremsscheiben. Das passt wohl nicht ganz, da habe ich mir jetzt mal so einen Satz bestellt. Angeblich soll vorne wohl 2,5 und hinten 2 mm unter die Bremsscheibe gelegt werden, um das Schleifen an den Bremssätteln zu verhindern. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Zweier bekommen. Die sind wohl ja ausverkauft, nicht lieferbar. Ist halt im Moment so. Ich habe halt 1 mm bestellt, davon 4 Stück, und 0,5 mm. Und ich gehe mal von aus, das sollte funktionieren. Ja, dazu habe ich dann auch gleich nochmal einen Satz neue Schrauben bestellt, weil ich befürchte, wenn sie so wie die alten sind, wird das nichts. Hier waren nochmal ein Satz Schrauben bei den Bremszylindern mit dabei. Ja, muss ich mal schauen. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Ich würde jetzt sagen, wir beginnen das Spiel mal und dann könnt ihr zuschauen, wie das funktioniert. So, meine kleine Bühne habe ich schon mal fertig. Habe sie jetzt einfach auf den Tisch gestellt. Die Kiste drunter, beide Räder drehen sich. Das sollte so funktionieren. Sorry, es sieht echt ein bisschen mitgenommen aus. Wie ihr so seht, ich würde sagen, wir beginnen mal beim Vorderrad. Das dürfte jetzt kein großes Problem werden. Die Kappen ab, beide Seiten. Ja, ich glaube, die Kappen, das war das Einfachste, das abmachen. Ich habe erstmal schnell Schlüssel gesucht. War das Problem beim letzten Mal auch schon gewesen. Hier haben wir wieder 18, 17 passt nicht, 19 zu groß, also 18. Ja, Bremssattel können wir hier oben mit dem Imbusschlüssel erstmal lösen. Ja, das ist schon nicht sehr fest hier. Oha, ja, genau. Ja, dann können wir hier eigentlich schon den Bauenzug auch erstmal abmachen, damit wir den schon mal raus haben. So, das ist ganz einfach, ne? Dann machen wir uns ein bisschen auf Seite. Und ja, dann macht man einfach hier oben die 2 Imbusschrauben schon mal ab. Das war der erste Streich. Ja. Ups, da fliegt schon eine Scheibe weg. Erstmal aufhalten, dass die zweite nicht auch gleich darunter macht. Ja. Ja, hier sieht man das nochmal. Das sind diese Einstellschrauben, die sind so ein bisschen rund. Und da kann man halt so den Winkel von dem Bremssattel ein bisschen verstellen. Ja, wie sehen die Belege aus? Ja, eigentlich noch gut. Der Scooter hat jetzt erst knapp 200 Kilometer, habe ich jetzt runter. Also schlecht sind die noch nicht. Ja, das war das. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal das Vorderrad raus. Die hatte ich ja schon mal nachgezogen, die Schrauben. Mal gucken, dass ich ein bisschen Halt habe.
Ja, die sind gut fest. Die sind okay. Eine Seite und Mata Mio, die waren fest. Die andere Seite. Ich muss dazu sagen, das Vorderrad habe ich noch nicht draußen gehabt. Wollen wir mal gucken, welche Technik sie da haben. Naja, es sind mit so Unterlegscheiben, die eine kleine Kante dran haben und die verhindern. Ja, geht einfach nach vorne raus. Also die Schrauben brauchen wir jetzt nicht ganz abmachen. Habe ich schon viel zu weit gedreht gehabt. Ja, mal gucken. Das sitzt schon fest drin. Ich mache doch mal die Schrauben nochmal ab. Und mache das jetzt mal komplett weg. Ja. Also was ich jetzt auch gerade merke, ich habe hier unwahrscheinlich Spiel auf der Achse. Auch. Ich habe mindestens 2 mm Spiel. Das ist schon heftig. Wenn ihr mal genau hinschaut, ich stelle mal die Kamera um. Ich zeige euch das mal. So, jetzt mach das mal hin und her. Einmal so. Und einmal so. Habt ihr das gesehen? So. Also das ist schon Heidewitzka. Da müssen wir mal nachschauen. Also das können wir so nicht lassen. Seht ihr das? So, also so wie ich das sehe, ist die Achse ganz schön fest drin. Ich würde jetzt mal einfach hier die Schwinge nochmal lösen, um die ein bisschen auseinander zu bekommen, damit das Rad leichter rausgeht. Also ich werde jetzt hier mal versuchen, mit Imbusschlüsseln die 2 Schrauben ein bisschen zu lösen, nur lösen, in der Hoffnung, dass die Schwinge ein bisschen auseinanderkommt, dass ich da ein bisschen mehr Spiel habe, um das Rad rauszubekommen. So, also das nächste ist, die Schraube war nicht fest. Also ich würde an eurer Stelle mal gucken, wie fest die bei euch ist. Aber die war alles andere als fest. So, das ist die erste. Mal gucken, was hier passt. Selbe Schlüssel. Die scheint schon ein bisschen fester zu sein. Ja, die ist fester. So, mal auf der anderen Seite schauen. Ich habe es vermutet, die dreht sich mit auf der anderen Seite. So, ich muss auf der anderen Seite ein bisschen gegenhalten. So, also es geht ohne Gummihammer. Man muss einfach nur die beiden Schrauben lösen. Hat da ein bisschen Spiel. Und dann hat man das Teil schon draußen. Ja, das war's. So, ich hoffe, man kann das so jetzt hier sehen. Ich mache jetzt einfach mal eine Messung. So, jetzt bin ich ganz rechts mit der Achse und habe so 13,5, 13,4. Ich schiebe sie mal rein. Und dann messe ich nochmal. Ja. Ja, ist ein bisschen weniger als 1 mm. Also doch nicht so schlimm. Also jedenfalls. Es sah schlimmer aus als es ist, aber dennoch, es hat wie gesagt einen guten Millimeter Spiel, so würde ich sagen. Ja, das können wir uns aber auf keinen Fall lassen. Jetzt machen wir erstmal die Bremsscheibe ab und dann glaube ich, werden wir das Rad auch noch zerlegen und mal nach dem Lager gucken, ob wir das ein bisschen nachstellen können. Also ich gehe mal stark davon aus, da kann man irgendwas nachstellen. Jo, als nächstes machen wir erstmal hier die 2, 4, 6 Bremsscheibenschraubenlose. Da bin ich schon gespannt auf die Qualität. Jetzt suchen wir uns mal wieder einen passenden Imbusschlüssel. Und der muss wirklich passen. Also darf keiner sein, der so ein bisschen ausgenudelt ist, weil... Ja. Die sind doch fest. Also die sind zumindest alle gut angezogen. Ja, das waren jetzt die 6. So, ich glaube, ich schaffe das heute eh nicht mehr alles. Ich habe ziemlich spät angefangen. Es ist schon gegen Abend. Aber mal schauen, wie weit wir heute kommen. Und den Rest werden wir dann morgen oder so fertig machen. Hier war doch noch eine, die noch nicht lose war. Aber auch die hat verloren. So, ja, dann kann man die einfach abheben. Das ist alles. Wäre zu schön gewesen,
wenn das Spiel nicht wäre. Ne? Das heißt jetzt, ich werde die Felge jetzt trennen, Luft raus und mal schauen. Ja, ich werde den Mantel auf keinen Fall so runterholen. Ich werde das gleich machen, indem ich versuchen werde, hier die Felge zwei zu teilen. So, ich habe jetzt von der einen Seite die Schrauben schon mal gelöst. Die waren recht fest. Ich habe mit einer Verlängerung so ein bisschen einen Hebel gemacht. Und ja, habe sie jetzt lose. Jetzt schraubt man die einfach mal raus. So, schon der erste Streich. Da fällt schon auf der anderen Seite, sieht man hier so die Mutter raus. Wir könnten theoretisch auch schon mal hier die Schraube rausziehen. Ups, da ist es schon. So sieht das jetzt hier aus. So, ja. Dann machen wir jetzt mal die paar Schrauben noch fertig raus. Und ich sehe schon, wenn man schaut hier vorne, schaut mal rein, jetzt seht ihr das jetzt so. Da sieht man es. Also die Felge fängt schon an, sich zu teilen. Also hier, da sieht man es ganz deutlich. Das müsste jetzt einfach rausgehen. Schauen wir mal. Ich bin jetzt selber gespannt. Ich mache da jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, was mir da alles entgegenkommt. So, ich bin nochmal am Fußboden gegangen, weil da oben auf dem Tisch, und das ist auch ein Glastisch, dass ich da noch irgendwelche Brocken mache, oder? Da kriege ich nämlich Ärger mit an, ja. So, ich drücke jetzt einfach mal den Schlauch schon mal rein, habe ich gerade festgestellt, da müsste es leichter gehen. Die löse ich jetzt ein bisschen von der Felge. Könnt ihr das sehen? Und dann, da kommt sie schon auseinander. So, jetzt müssen wir halt mal aufpassen, nicht, dass uns da irgendwelche Lager oder was entgegenkommen. Ich halte das mal ein bisschen schräg. So. Ja, das ist das erste Teil. Und das ist das zweite Teil. So, und jetzt bin ich echt ein bisschen überrascht, ne? Also ihr habt ja gesehen, die Felge hat echt Spiel gehabt. Und jetzt gibt es hier nichts zum Einstellen. Also sowas von gar nichts. Die steckt einfach nur da drin. Und ja. Ja, und dann werde ich mir mal überlegen, wie ich das meistern kann. Also die beste Lösung ist einfach hier eine Millimeter Unterlegscheibe auf einer Seite dazwischen zu machen. Oder zwei hauchdünne hier zwischen, damit man das Spiel halt nicht mehr so hat. Andere Möglichkeit sehe ich jetzt hier keine. Ich weiß nicht, wie das Iowa macht. Da gab es ja die Probleme auch schon. Aber da ist jetzt nichts zum Nachstellen oder dergleichen dran. Also werden wir das Problem mit eine Unterlegscheibe versuchen zu lösen. So, ich bin jetzt nochmal auf die Suche gegangen nach einer Unterlegscheibe. Das wird natürlich ein schwieriges Unterfangen, sowas Passendes zu finden. Ich habe jetzt hier eine bisschen größere gefunden. Die ist von der Stärke her, hat die ja so ein etwas mehr als ein Millimeter. Mit der werde ich es immer versuchen. Ich werde mir jetzt ein bisschen aufbohren, damit das hier passt. Hier habe ich jetzt nochmal eine andere gefunden. Die hat mir ein bisschen besser gefallen. Die andere hatte ich auch ein bisschen zu groß gebohrt, hat nicht gepasst. Ja, das habe ich jetzt hier so passend gemacht. Die geht jetzt hier auch ziemlich stramm drauf. Das Problem ist halt jetzt hier an der Sache, ist hier hinten die Vertiefung. Da wird es ja wahrscheinlich ein bisschen rumschlackern, aber das ist mir jetzt auch sowas von egal. Hauptsache das hier bringt den Millimeter, damit das Spiel weg ist. Welche Seite? Ja, ich gehe mal davon aus, das ist wahrscheinlich egal. Ja, schiebe ich jetzt hier drüben wieder rein. Zack. Wie gesagt, auf die rechte Seite mache ich jetzt mal die Unterlegscheibe, Schlauch drauf. Wichtig ist, darauf achten natürlich wieder, dass es Ventil in der Aussparung ist. Dasselbe Spiel hier in grün. So, das passt recht gut. Die Scheibe stört da jetzt überhaupt nicht. So, jetzt haben wir natürlich das große Problem. Die Scheibe ist doch ein bisschen zu dick wahrscheinlich. Ich habe jetzt die Schrauben mal angezogen und dann passiert es folgendermaßen, dass die Achse sich nicht mehr drehen lässt. Das heißt so viel, wir müssen jetzt mal die Scheibe etwas dünner machen. So, vierter Versuch. Ja, nach dem vierten Versuch ist jetzt so ein knappen Millimeter. Ich hoffe, das passt jetzt. Also war doch nicht ganz einfach. Wir bauen es jetzt nochmal ein. Scheibe ist jetzt eingesetzt und Spiel ist weg. Dreht sich auch recht einfach hier. Es wird natürlich jetzt gleich dunkel. Ich glaube, ich mache es mal gleich Feierabend und werde morgen weitermachen. Ja, hallo, Freunde des Legend.
Wie ihr seht, hat sich die Location ein bisschen geändert. Ich bin ja beim letzten Mal nicht fertig geworden mit den Bremsen und wir haben jetzt Wochenende. Ja, und bevor ich daheim das Wochenende verbringe, haben wir uns gedacht, wir bauen uns mal raus. Ja, und da habe ich mir die Ersatzteile im Eierrock in den Kofferraum gepackt vom Schreck und werde jetzt hier draußen mal die Bremsen zu Ende bringen. Ja, als nächstes steht hier auf dem Programm erstmal die Montage von den Bremsscheiben. Und ich würde sagen, damit beginnen wir jetzt einfach mal. Ja, ich werde jetzt diese Unterlegscheiben vorne zwischen Bremsscheibe und Felge machen. Ich werde es mal versuchen mit 1,5. Also ich weiß es von meinem Nachbarn und von anderen, die haben vorne 2,5 untergebaut. Aber ich werde mal jetzt 1,5 mal anfangen. Mal schauen, wie die Bremse sich da gibt, ob das passt. 1,5 oder ein Stück habe ich nicht bekommen, auch keine 2,5. Das ist wirklich im Netz ein bisschen schwierig zu bekommen. Und ich habe jetzt einfach eine 1 mm und 0,5 und habe jetzt vorne praktisch dann 1,5 mm. Ja, die werden wir jetzt hier vorne mal montieren. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, ich habe mal ein paar neue Schrauben organisiert, die sind jetzt 1 mm länger. Und ja, mal schauen. So, darauf achten, dass wir die Bremsscheibe wieder richtig rum drauf machen. Ja, die neuen Schrauben sind auch mit Torx, das ist kein Imbo. Haben wir schon ein bisschen, wie man sieht, ein bisschen Schraubensicherung ist auch drauf. So, dann ziehen wir es noch mal ein bisschen nach, ein bisschen schön fest. Halt auch mit Gefühl, nach fest kommt ab. Ja, das war's schon. Ja, also rein geht's ganz einfach. Wie gesagt, darauf achten, dass dieser Nippel hier praktisch dann hier reinpasst. Das ist die Sicherung. Ja, auf der anderen Seite dasselbe, ne? Ja, das war das. Ja, als nächstes machen wir die Schwinge wieder fest. Muss mal schauen, der passt. Ja, der andere war ein bisschen groß. Nur noch kleiner. Auch wieder schön mit Schmackes anziehen. Ja, dann machen wir uns ans Vorderrad. Machen wir das wieder fest. Und zweimal. Ja, super. Gut, das Ei hat noch, ist noch keine Luft drauf. Ja, hier haben wir jetzt die neuen. So rum werden sie montiert. Ich werde mal die Original, ich muss mir rüberschwenken nochmal, diese Originalbefestigung werde ich nehmen, die Original bei den Bremsen dabei war. Weil hier ist so ein bisschen eine, ja man sieht das, so eine Abrundung, wo man, ich zeige es nochmal kurz, hier diese Dinger reinmachen kann, diese halben Schalen. Unterlegschalen, würde ich fast sagen. Und hat da die Möglichkeit, noch so ein bisschen einzustellen. Was ich jetzt bei den neuen hier, ich schraube das mal auseinander, könnt ihr gleich sehen. Ja, wie man sieht hier bei den neuen ist das nicht so ausgearbeitet. Das ist fast gerade. Und bei dem originalen hier von Iowrock ist das ausgearbeitet. Also werde ich auf jeden Fall diese Befestigung von den neuen nicht verwenden, um nachher noch ein bisschen besser einzustellen zu können. So, ja, das sind die beiden Teile. Die werde ich jetzt hier verwenden wieder auf jeden Fall. So. Ja, aber hier war noch so ein Schutz zwischen. Den mache ich schon mal ab. Und dann muss der Bremssattel, jetzt sieht man das auch ganz deutlich, der müsste jetzt hier so drauf passen. Jo. Ohne Probleme, ne? Jetzt nehmen wir mal die neuen Schrauben. Das sollten ja eigentlich passen. Ja, machen sie auch. Das ist die erste. Und hier kommt gleich der zweite Streich. Ja, man hört noch ein bisschen was. Jetzt muss ich mal schauen, wo das schleift. Ja, als nächstes werde ich erstmal den Bauanzug montieren und mal schauen. Wie das so mit dem Einstellen ist. Das ist jetzt auch kein großes Problem. Das wird hier ein bisschen gelöst. So klemmt man das ein bisschen ein und dann kann man das schon montieren und einstellen. So, also ich mache das immer so, dass ich die Schraube komplett reindrehe und dann hier so ein bisschen ziehen am Bautensuch, dass er also jetzt ohne Spiel drin ist. Jetzt. Und dann drehe ich die Schraube jetzt hier gleich an. Ja, das ist schon fest.
So, also wenn ich ziehe hier, tut sich schon was, ne? So, ich habe mir jetzt einfach mal vom Tisch runtergeholt, weil das funktioniert so nicht. Es ist jetzt noch alles locker hier, ne? Wie gesagt, die Schraube habe ich fest. Wollen wir mal schauen, aber die müsste fest sein. Ja. Ja, Anja ist jetzt mit dabei. Die zieht jetzt mal die Bremse. Zieh mal bitte. Durch das Lockere verteilt die Bremse sich jetzt schön. Und ich denke und ich hoffe, wenn man jetzt die Schrauben anzieht, so soll das eigentlich sein, im Normalfall, dass sie sich dann einfach ein bisschen zentriert. Ja? Aber das sehen wir ja gleich. Ja, Bremse lösen. Das ist eigentlich die Hexerei vom Einstellen. Ne? Und halt durch diese halbrunden Scheiben, die hier auf beiden Seiten sind, kann die sich halt doch ein bisschen mehr bewegen, als wie diese Originalhalterung, die hier mit dabei sind. Ja, schauen wir mal. So, jetzt hört man hier so ein bisschen noch. Hört ihr das? So, nachdem ich jetzt ein paar Mal versucht habe, die Bremse auszurichten, also mit 1,5 mm kommen wir nicht hin. Funktioniert nicht. Ich mache jetzt zwei 1 mm Scheiben drauf und versuche es mal mit 2 mm. Die Höhe hier, von hier, von den Bremsscheiben, von der Bremsscheibenaußenkante bis zum Bremssattel, da schleift es. Ich werde es nochmal zeigen. Und zwar werde ich jetzt hier unten nochmal eine Scheibe drunter legen, damit ich hier vorne nochmal 1 mm hochkomme. Also hier hinten ist mehr als Platz genug. Also hier hinten schleift nichts. Das ist nur hier vorne dieser kleinen Kante. Also hier müsste man noch 1 mm hochkommen. Ich habe auch schon gehört, einige haben das hier oben abgeschliffen. Mache ich jetzt nicht. Das sollte eigentlich damit behoben werden, wenn ich hier einfach nur eine Scheibe drunter lege. Nochmal so 1 mm, dann müsste es klappen. Machen wir jetzt einfach mal schnell. Ja, ist immer gut, wenn man so ein bisschen an so Sammelsorium dabei hat. In so einer Kiste. Und Gott sei Dank habe ich dann wirklich noch ein paar Unterlegscheiben drin gefunden. So, die werde ich jetzt mal verwenden dafür. Ja, und siehe da, nach kurzem Einstellen schleift nichts mehr. Ich muss aber dazu sagen, also die Scheibe ist wirklich auch nicht ganz gerade. Ne? Also die Scheibe hat auch einen kleinen Schlag. Ich glaube, das wird wohl das nächste sein, weil ich da mal irgendwann wechseln werde. Ein paar neue Scheiben drauf. Ja, aber ansonsten, subi. Ja, ich habe jetzt noch mal kurz die Bremse eingestellt. Wie gesagt, hier noch ein bisschen rausgedreht, dann gekontert hier. Und ja, so, packt nicht sofort. So ein bisschen Spiel habe ich. Das ist mir lieber, als wenn ich einen kurzen Hebelweg habe zur Bremse. Also das ist schon okay so. Werden wir dann sehen bei der Probefahrt. Ja, jetzt haben wir Bremse hinten noch vor uns. Machen wir dasselbe Spiel wie vorne. Fangen wir an, erstmal einen Bauenzug zu lösen hier. Dann machen wir hier die zwei Schrauben wieder lose. Und dann haben wir ganz schnell den Bremssattel in der Hand. So, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, echt gutes Werkzeug hier zu nehmen. Weil hier habe ich wieder eine Schraube gehabt und ich bin fast verzweifelt. Also wirklich den Imbusschlüssel ansetzen. Dann am besten hinten ein bisschen draufkloppen mit dem Hammer oder Zange, je nachdem irgendwas. Und dann erst versuchen zu drehen. Also wenn das einmal rund hat, ich habe es jetzt alle lose, aber das war eine ganz schöne Attacke. Also so langsam zweifle ich hier dran, ganz ehrlich. So, Schrauben habe ich jetzt alle ab. Ich werde das Rad erstmal so weit dran lassen, werde das jetzt hiervon lösen. Das Problem ist halt bei der Sache, der Antrieb, der Motor, das Kabel geht durch. Also ich müsste jetzt das ganze Kabel rausziehen, um die Bremsscheibe abzubekommen und dann meine Distanzscheiben dazwischen zu kriegen. Gibt einen Trick, das zu ändern, den zeige ich euch gleich. Also ich lasse das mal jetzt so dran, habe die Schrauben rausgemacht, damit ich hier ein bisschen Spiel habe und dann zeige ich euch das gleich, wie ich das mal mache. So, ich habe jetzt hier wieder zwei Unterlegscheiben, die Sterne halt für die Bremsscheiben. Da habe ich jetzt wieder genommen eine 1 mm und eine 1,5 mm. Ich werde die jetzt einfach hier und hier durchmachen, also durchschneiden mit der Eisensäge. Dann kann ich die halbiert so montieren. Das heißt, halbiert hier einlegen, ohne dass ich das Kabel rausmachen muss. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich habe die einfach mal geteilt. So werde ich jetzt einbauen. Ja, die Idee hatte Mike. Nochmal Dankeschön, Mike. War eine gute Idee. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. So. So, das ist so ein kleines Geduldsspiel mit diesen Platten. Vor allen Dingen, wenn man zwei hat. Also, großer Vorteil ist, glaube ich, eine Platte. Das geht bedeutend leichter, weil wenn ich die eine drauf hatte, war der andere wieder draußen. Aber ich habe es mit ein paar kleinen Tricks dann doch geschafft. Ja. Also hier diese Vielzahn-Torx. Oder Vielzahn, wie ich die manchmal schimpfe. Klarer Vorteil gegenüber den Imbusschrauben. Also, die dreht man so schnell nicht wieder rund. Und bekommt sie vor allen Dingen auch wieder ab, wenn es nötig ist.
Ja, dann machen wir jetzt Schutzblech wieder dran. Darf man nicht vergessen. Was mir jetzt eigentlich eben gerade aufgefallen ist, hier sind gar keine Unterlegscheiben dazwischen gewesen. Also diese Halbrunden, die so ein bisschen einstellen waren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, oder ich muss doch mal schauen, wenn ich bei der Anja wechsle. Also bei meinem hier waren definitiv keine diese abgerundeten Unterlegscheiben zum Einstellen für den Bremssattel hinten drunter. Naja, dann hoffen wir mal, dass es ohne geht. Ja, hinten genau dasselbe Spiel wie vorne. Schraube lösen, wieder hier drunter. Und dann müsste das eigentlich ein bisschen lösen. Ja, so. Wie gesagt, selbe Spiel wie vorne. Ja, auch hier wieder Bremse ziehen. Da merkt man schon hier, der gleicht sich dann aus. Und dann machen wir die Schrauben fest. Und dann sollte er sich angepasst haben. In der Hoffnung, dass es auch schön frei läuft. Aber das sehen wir gleich. So, ziehen wir noch ein bisschen nach. Werden wir ein bisschen fein einstellen, die Bremse noch ein bisschen nachstellen. Also hier geht noch ein bisschen, was man sieht hier. Da ist noch ein bisschen Spiel. Da werde ich jetzt nochmal die Schraube hier so ein bisschen rausdrehen. Ein bisschen Konter. Dann gucken wir doch mal. Ja, so ist es okay. Subi, das war's. Ja, jetzt nochmal ein kurzes Fazit zu dem Bremsenumbau. Ich habe jetzt auch schon ein paar Kilometer gefahren mit den Bremsen. Und ich muss schon sagen, also es ist bedeutend besser als vorher. Es schleift jetzt im Moment gar nichts mehr. Das Vorderrad hat Gott sei Dank kein Spiel mehr. Ich meine, das war auch ausschlaggebend, dass die Vorderbremse da schon öfters mal gequietscht hat. Aber jetzt zum Bremsverhalten her gesehen, ist das mit dem neuen HB100 schon ein Riesenunterschied. Also man merkt wirklich, dass jetzt die beiden Backen da vernünftig dran packen und nicht nur einer. Ja, die gehen schon recht gut zur Sache, wenn man da mal zieht. Ja, nochmal kurz zum Umbau. Ja, eine Schraube, das war natürlich problematisch. Also ein Gewinde hat sich von der Bremsscheibenschraube da verabschiedet. Da musste ich ein bisschen improvisieren, ein bisschen neu einkleben und ein bisschen nachschneiden ins Gewinde. Ja, dann beim Hinterrad, da waren so ein paar Schrauben, die wirklich ganz bescheiden abgingen. Ja, ansonsten mit den neuen Schrauben war das jetzt kein Problem. Bei mir sind ja, wie gesagt, jetzt hinten hatte ich 1,5 mm untergelegt und vorne 2 mm. Also viele machen ja, also mein Kumpel hat auch hinten 2 und vorne 2,5. Soll angeblich noch mehr Spiel sein, aber bei mir hat es jetzt auch so hingehauen. Also wie gesagt, hinten 1,5 und vorne 2, das funktioniert eigentlich. War aber auch jetzt vielleicht daran geschuldet, dass ich vorne auch nochmal die Unterlegscheiben drunter gelegt habe, die eine. Und hinten habe ich auch nochmal 2 drunter gelegt. Ja, ansonsten ging der Umbau relativ einfach und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, wer so ein bisschen besseres Bremsverhalten haben will. Was mir halt auch nochmal so gestern durch den Kopf gegangen ist, ich sehe dann beim Schrauben immer wieder den Preis vor mir, was der Roller so gekostet hat. Und ja, also von der Qualität her, so langsam bin ich da auch mit Zähneknirschen dran. Ganz ehrlich, also der Roller kostet wirklich viel, viel Geld und was ich da jetzt in letzter Zeit schon rumgeschraubt habe, also wer da nicht ein bisschen Firm drin ist, weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde desto trotzdem Roller wahrscheinlich wieder kaufen, weil er vom Fahrspaß einfach richtig fetz macht. Ich bin heute wieder gefahren, hier im Feld auch ein bisschen, macht tierisch Spaß. Also das ist der große Vorteil. Wenn das nicht wäre, würde ich mir diesen Roller mit den Macken und für das Geld mit Sicherheit nicht zulegen. Ganz ehrlich nicht. Naja, das war mal ganz kurz, oder ganz kurz ist gut gesagt, das war mal so ein kleiner Zusammenschnitt Bremsenumbau auf HB100. Die Teile werde ich euch verlinken und ich kann euch schon mal so viel sagen, das nächste Video wird was mit Laden zu tun haben, unterwegs laden, das mache ich jetzt auch gerade, ich kann euch das noch mal kurz zeigen. Ja, ich lade gerade Anja ihren mit Sonnenenergie, ich habe einen Wechselrichter bei mir drin, 1500 Watt, ja, und bei dem Wetter, bei der Sonne hier, das funktioniert recht gut, das ist mein Wechselrichter und ja, wie gesagt, im Moment lade ich die Scooter nur über die Sonne. Aber darauf wollte ich mich jetzt beim nächsten Mal ein bisschen, würde ich mal das nächste Mal ein bisschen genauer eingehen. Da gibt es so ein paar Themen. Wie gesagt, ein Kumpel von mir, der hat ein Ladegerät gebaut, was jetzt ohne Wechselrichter geht, der direkt von der 12 Volt, von dem 12 Volt von der Aufbaubatterie vom Akku abgeht und auch ganz interessant. Und da wollen wir einfach mal testen, wie das sich so verhält beim Laden. Wie gesagt, das gibt beim nächsten Mal. Das ist der Plan. So in den nächsten ein, zwei Wochen kommt das raus, das Video.
da will ich euch mal zeigen, was der so gemacht hat und wie ich das mache und wie das unterwegs geht mit dem Laden. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne wieder ein. Es kommt mit Sicherheit wieder was. Ciao.